Das neue Switch Sports ist seit einiger Zeit draußen und mit echt gutem Replay-Value, einer größtenteils verdammt guten Steuerung und einem echt grandiosen Online-Modus punktet das Spiel bis jetzt in jeder Hinsicht. Die Frage der Fragen ist allerdings ziemlich klar. Kann es mit diesem Banger mithalten? Wii Sports hat damals jeden begeistert und Familien zusammen vor dem Fernseher versammelt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann das neue Switch Sports... Der kommt sehr, sehr gefährlich. Ich hab's mir digital gekauft. Mit dem alten Wii Sports mithalten? Hab ich mich wiederholt? Oder ist es doch nur ein seelenloser Abklatsch von dem, was damals Generation definiert hat? Ich glaube, ich übertreibe ein bisschen. Generation definiert. Nein, ich stehe dazu. Wii Sports hat Generation definiert. Michael Sauer war an dem Tag da, wo das Spiel gerade rausgekommen ist. Und wir beide haben es zum ersten Mal gespielt und haben uns ein bisschen eine Meinung gemacht. Die Highlights davon werde ich euch in diesem Video zeigen, aber nicht nur das. Es gibt insgesamt 6 Sportarten in dem neuen Switch Sports und ich werde jede einzelne Sportart durchnehmen und vor allen Dingen mit der Wii Sports oder Wii Sports Resort Version vergleichen, falls es eine gibt. Um damit schlussendlich darauf zu kommen, ob es nun besser ist als der Wii Sports Ableger oder nicht. Und damit würde ich sagen, haben wir genug Und damit würde ich sagen, haben wir genug gequatscht. Zeit, das Ding in die Switch zu legen und herauszufinden, was Sache ist. Angefangen mit der ersten Sportart. Volleyball. Yo, what the fuck? Halte genügend Abstand zum Fernsehgerät. Also zum Fernsehgerät haben wir. Hier lernst du die Grundtechniken des Volleyballs kennen. Baggern. Wie bei Frauen. Zuspiel. Wie bei Frauen. Angriffsschlag. KuchenTV ist so ein Ehrenloser. Hä? Ich applaudiere, guck mal. Ey Bro, was hören deine Eltern, wenn sie 3 Uhr nachts an deinem Zimmer vorbeigehen? Putz! Yo! Hä, das bockt doch nochmal. Bam! Bam! Oh, das ist so scheiße. Wie ihr seht, habe ich mit sehr viel Elan gespielt und auch mit sehr viel Körperbewegung. Mein Cousin hatte dagegen eine etwas andere Herangehensweise. Du hast wirklich maximal wenig Bewegung dahinter stecken, kann das sein? Das ist ein Lifehack. Weil wir so weit vom Bildschirm weg sitzen, kann ich zumindest die hässlichen Cheese im Hintergrund nicht sehen. Wobei die eigentlich ganz hübsch aussehen. Hä? Vielleicht sind die neuen Mies gar nicht mal so schlecht. Die Mies bleiben trotzdem für immer besser. Aber genug von dem Tutorial-Scheiß. Es wird Zeit für ein richtiges Spiel. Oh, shit. Cutscene. Digga, guck mal, meiner hat voll die Hipster-Frisur. Nichts gegen ein Mädchen. Boah, doch. Boah, was? Dein Teammate ist ja voll gut. Ah, peinlich, Digga. Hä, was mein war das? Mein Teammate heißt Rainer. Schöne Grüße an Drachenlord an der Stelle. Zu mir. Hol dir. Yes! Nein! Zu früh hast du gemacht. Viel zu früh. Digga, was ein intensives Game. Hey, das Spiel ist voll geil. Volleyball ist zwar nicht der liebste Sportart in dem neuen Spiel, aber es macht schon wirklich Bock. Man kann pritschen, Zuspiel, Aufschlag, Schmettern, also alles, was man auch im normalen Volleyball kann. Und es funktioniert wirklich gut. Online muss man immer ein bisschen Glück haben, dass man mit einem guten Teammate zusammenkommt, aber es ist ansonsten eigentlich echt ein gutes Spiel. Switch Sports hat schon mal damit eine gute Eingangssportart erschaffen. Erschaffen, als hätten die so Volleyball erfunden. Als nächstes steht Badminton an, wo ich bis heute nicht weiß, ob es dasselbe ist wie Federball oder einfach das coolere Federball. Auf jeden Fall habe ich es im echten Leben immer sehr gerne gespielt und war auch sehr gut da drin, deswegen fand ich es echt cool, dass sie das eingebracht haben. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, haben sie auch abgeliefert? Ich bin rechts, so wie meine politische Ausrichtung. Wow! Kannst du richtig den hier machen? Hey, Bro, was geht ab, Mann? Erstmal grundsätzlich, die Steuerung ist fucking fantastisch. Das Spiel nimmt halt wirklich jede Bewegung, die du mit dem Joy-Con machst, richtig perfekt an und keine Ahnung. Sowas finde ich einfach richtig nice, Mann. Und dann wurde es Zeit, meinen Cousin zu zerstören. Dich! Oh, oh. Kein Tutorial? Ja, Mann! Yeah! Unschwer zu erkennen, habe ich es richtig gefühlt. Das Coole ist, ich konnte genau die Strategie anwenden, die ich im echten Leben bei Batman oder Federball immer angewendet habe. Und zwar die ganze Zeit einfach schmettern. Ich mache nur Tiefschläge, Baby. Yeah, Baby. Ey, ich muss sagen, die Location so finde ich eigentlich hübsch, wo man so spielt. Weißt du, was ich meine? Sieht aus wie so ein
Warum fährt da hinten ein Zug? Auf diese Frage weiß ich übrigens immer noch keine Antwort. Und während ich Dylan von damals auch immer noch zustimme, die Locations sind echt ganz hübsch, muss ich sagen, sie werden ein bisschen repetitiv. Das liegt allerdings daran, dass man bei 3, beziehungsweise fast sogar 4 von den Sportarten am selben Ort spielt. Es ist immer diese Halle, in der man spielt und ja, man ist an mehr oder weniger anderen Orten in der Halle, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Variety gewünscht, wie beispielsweise damals bei Wii Sports, da war jede Sportart ganz woanders in seinem ganz eigenen Gebiet und das war ziemlich cool. Aber hey, immerhin die eine Sporthalle, die in 4 Aktivitäten genutzt wird, ist zumindest relativ hübsch. Boah! Boah! Ich falle! Ich liege! Er ist nicht aufgestanden! Fauler Sock! Putz! Oh, Mann, Junge! Warum fällt er hin? Warum er hinfällt, das ist ganz simpel zu beantworten. Es ist nicht nur stumpfes Schlagen wie bei der Wii damals. Man muss tatsächlich timen, damit man einen guten Schlag macht. Das ist ziemlich cool und lässt es wirklich mehr wirken, als bräuchte man Skill, anstatt einfach nur Luck wie bei den Wii-Spielen damals. Also mir persönlich hat das sehr gut gefallen und meinem Cousin, Das macht echt Spaß, das Spiel. Gar keinen Spaß. Ihm hat das Spiel richtig Spaß gemacht. Als nächstes stand Bowling auf der Liste und Bowling war eins meiner Lieblingssportarten damals auf der Wii. Ich glaube, allgemein gesehen war es eins der Lieblingssportarten von fast allen Leuten. Was mich allerdings damals ein bisschen gestört hat, war das endlose Warten auf andere. Ich bin ein recht ungeduldiger Mensch, ich will nicht lügen. Und warten ist ein bisschen nervig. Ich bin hier, um Spaß zu haben, verdammt. Deswegen haben sie ein neues Feature eingeführt, dass wenn man Bowling spielt, dass man gleichzeitig bowlen kann. Vor allen Dingen nützlich ist das im Online-Modus, wo man gegen 16 Spieler spielt. Und ich meine, es würde nicht funktionieren, wenn man 16 Mal warten müsste, bis jeder die Kugel geschmissen hat. Und ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber wie spielt sich das Spiel denn überhaupt? Hä? Hallo? Hallo? Okay, zur Erklärung, das Spiel spielt sich nicht schlecht. Es ist nur am Anfang ein bisschen verwirrend, weil auf der Wii war es so, dass man den B-Knopf gedrückt hält und dann, wenn man geschmissen hat, ihn loslässt. Das allerdings ist bei der Switch nicht mehr so. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, hat man sich dazu entschieden, dass man den ZR-Knopf weiterhin gedrückt halten muss, nachdem man geworfen hat. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, ist das Spiel wirklich sehr nice. Ey, warte. Das Wichtigste ist, kann man noch zurückschmeißen. Goddammit! Ich bin so enttäuscht von diesem Spiel. Ey, es ist echt richtig geil, das Spiel. Es macht wirklich unnormal Spaß. Besser als Wii Sports. Schade, dass das nicht mehr geht, aber hey, ich kam rein. Und nachdem ich mich an die neue Steuerung gewöhnt habe und echt ein paar gute Pins umgeworfen habe, sage ich mal so, mein Cousin kam nicht so gut rein. Oh. Und ich glaube, er wollte mir eins auswischen. Oh, schon wieder angedreht. Ich muss so gerade wie möglich werfen. Okay. Wer? Du machst ja, das so. Er hat mich einfach hops genommen. Tatsächlich gibt es sogar noch einen anderen Modus bei Bowling, und zwar Spezial. Das ist so ein bisschen wie der schwierige Modus auf der Wii damals, wo ein paar Hindernisse im Weg stehen. Und naja, ich bin einfach ein Bowling-Profi. Wow, what the fuck? Genauso wie mein Cousin. Nice, Bro. Allerdings gibt es manchmal auch Bahnen, wo die Bowlingkugel einfach ins Nichts fällt. Und wir haben uns echt gefragt, wohin sie fallen. Und ich glaube, wir haben eine Antwort gefunden. Also wäre krass gewesen. Wo landet diese Bowlingkugel wohl? Oh. Bowling ist auf jeden Fall eins meiner Favorite Games. Es funktioniert einfach wirklich gut, die Steuerung ist sogar nochmal besser als auf der Wii damals und insgesamt ist es einfach ein nices Game. Also vom reinen Gameplay-Aspekt her kriegt hier Switch Sports auf jeden Fall den Win zwischen den beiden. Als nächste Sportart stand... Das ist knapp, Mann. Nice. Als nächste Sportart stand Fußball an und ich sag's mal so, im echten Leben bin ich nicht unbedingt der allergrößte Fußballfan, deswegen war ich demgegenüber ein wenig pessimistisch eingestellt. Okay, Fußball. Oh, ich hasse Fußball. Ich hasse Fußball. Wuhu! Warum bist du so groß? Das fragen sie mich öfter. Ich schwinge beide Jerkins unten. Yo, what the fuck? Digga, das ist einfach eine Smash Bros. Attacke. Wuhu! Ich mach B-Springen und dann bam, Kopfball. Digga, weißt du, was das ist? Das ist Rocket League für Arme. Und so begann auch schon das erste Match. Ich werde mir die Handgelenkstaufe für dieses ernste Spiel anziehen. Verlierer muss sich nämlich die linke Arm abhacken. Ja. Hab ich jetzt beschlossen. Alter, die Breath of the Wilds, Ausdauerleiste. Oh shit! Oh shit! Nein! Yeah! Und ja, was soll ich sagen? Die Parallelen zum echten Leben sind da. Ich bin genauso scheiße im echten Leben wie auch in dem Spiel. Oh nein, wie im echten Leben!
Aber der Unterschied ist, in diesem Spiel macht Fußball wirklich Spaß. Das liegt wahrscheinlich an der grandiosen Steuerung. Es erkennt wirklich perfekt an, wohin du den Ball schießen willst. Und es macht einfach insgesamt deswegen mega Spaß. Und ja, sogar ich hab's mal geschafft, ein Tor zu machen. Nein! Sachen, die ich im echten Leben noch nie geschafft habe. Ich meine, das nächste, was in meinem Leben an ein Tor rangekommen ist, war meine letzte Beziehung, wo ich nämlich einen Korb kassiert habe. Ach ja, und wenn ihr euch gefragt habt, wer am Ende denn gewonnen hat... Ja, ich habe gewonnen. Goddammit, GG. Und naja, was soll ich sagen? Ein Mann, ein Wort. Entgegen meiner Erwartungen muss ich aber wirklich sagen, dass das Spiel verdammt viel Spaß gemacht hat und vielleicht sogar das Beste von allen ist. Es macht einfach irgendwie am meisten Spaß. Als nächstes Spiel stand Chanvara an und wo wir gerade von akkurater Steuerung reden, sagen wir mal so, bei Chanvara hat das nicht unbedingt so sehr funktioniert, aber schaut einfach selber. Okay, let's go. Oh Gott, das funktioniert nicht. Ich merke das jetzt schon. Meine Kampfkraft wächst kontinuierlich. Ich bin einfach ein Saiyajin, Digga. Also, zu Anfang, wie ihr seht, habe ich es noch zu 100% gefühlt. Während mein Cousin, naja, sagen wir mal so, er hat es auf eine andere Art und Weise gefühlt. Ich glaube, der Mann hatte aufgebaute Aggressionen in sich. Guck mal, ich Schwert dran. Wo ist, wie dein Schwert aussieht? So ein Schwert habe ich auch bei deiner Mutter damals im Bett gefunden. Und nach diesem Kommentar wollte er natürlich Rache nehmen und deswegen gab es auch unser erstes Match. Und wie das funktioniert hat, sagen wir mal gar nicht so gut. Weil das Duo, my brother, wir haben vielleicht keine Superattacken, aber... Hyria! Ich habe Skill. Oh fuck, ich habe keine Skill. Ey, ich habe gerade seitwärts geschlagen, er steckt einfach von oben. Ich verstehe das Spiel einfach nicht, das ist so komisch. Ich meine, immerhin gewinne ich, aber irgendwie fühlt es sich nicht verdient an. Er hat mich nach oben geschlagen und er hat seitwärts gemacht? Das ist dumm, das ist so dumm. Hä? Er macht einfach nicht das, was er soll. Wii Sports Resort Strategie, Baby! Okay, ich weiß ein Spiel von den sechs, die wir nie wieder spielen werden. Und auch in den Online-Matches gab es schon super oft die Situation, dass ich seitwärts geschlagen habe und trotz alledem mein Chi-Charakter von oben gehauen hat. Und es funktioniert tatsächlich gefühlt ein wenig schlechter als auf Wii Sports Resorts damals. Und das ist wirklich super schade, weil bei Wii Sports Resort war es wirklich eines meiner Lieblingsspiele und es hat gefühlt da wirklich relativ gut funktioniert. Vielleicht kommt ja irgendwann noch ein Patch raus, der das ein bisschen akkurater macht, aber so wie es gerade ist, geht der Win tatsächlich an Wii Sports Resort. Als letztes Spiel stand Tennis auf der Liste und da das mein Favorite bei Wii Sports damals war, war ich wirklich gespannt, wie sie es hier umgesetzt haben. Und ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht. Hör dir! Ich verstehe. Jetzt schon nicht mehr. Technischer Vorteil. Bozo. 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 What the fuck? Ja! Nein! Ah! Es bockt aber eigentlich auch. Also ist auch nicht schlecht. Sagst du nur, weil du gewinnst gerade. Auch wenn ich das erste Match nicht gewonnen habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Steuerung tatsächlich besser ist als bei Wii Sports damals und deswegen sogar vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. Und natürlich bin ich am Ende reingekommen und falls ihr euch fragt, wer am Ende gewonnen hat... Für Save York aus Squid Game! Yeah! Du hast gewonnen! Yeah! Ich hätte es niemals ohne mich selbst geschafft. GG! Schönes Spiel, aber Fußball ist das einzige geile Spiel. Alle anderen Spiele sind frech. Okay, da habt ihr das Fazit von meinem Cousin gehört. Aber was ist denn nun mein Fazit? Switch Sports ist ein wirklich verdammt gutes Spiel. Und die Spiele, die es damals bei Wii Sports schon zu finden gab, funktionieren tatsächlich ein bisschen besser sogar. Sie haben wirklich die Steuerung verdammt perfekt hinbekommen. Außer bei Ausnahmen wie zum Beispiel Chanvara. Und haben es damit zumindest im technischen Aspekt besser hinbekommen als bei Wii Sports damals. Und auch, dass man jetzt online spielen kann, ist verdammt cool. Und das Replay-Value, was damit kommt, dass man diese ganzen Cosmetic-Sachen wie zum Beispiel Haare oder Kleidung oder was auch immer das hier ist, freischalten kann, lässt das Spiel zumindest nicht sehr schnell langweilig werden. Und auch wenn ich anfangs die neuen Mies nicht wirklich mochte, muss ich sagen, habe ich mich wirklich an sie gewöhnt. Ja, es tut mir leid, ich bin ein Hypokrat. Auch wenn ich mir bei einigen Sachen wie zum Beispiel den Augen mehr Möglichkeiten gewünscht hätte, die man nutzen kann, ist es dennoch wirklich in Ordnung. Aber nun, um die eingehende Frage zu beantworten, ist es denn nun besser als Wii Sports damals? Nein. Nein. Versteht mich nicht falsch, der technische Aspekt ist wirklich besser, die Steuerung ist besser, die Grafik ist besser und die Spiele funktionieren insgesamt auch besser, aber es wird einfach niemals den Legendenstatus von Wii Sports damals erreichen. Wii Sports hatte 5 einzigartige Spiele, die alle in anderen Locations stattgefunden haben, zum ersten Mal die Miis introduced haben. Noch dazu hatte Wii Sports ein nices Ranking-System, was einem immer gezeigt hat, wenn du besser geworden bist, dann hast du immer mehr Punkte bekommen und das hat auch nochmal zum Replay-Value dazugefügt. Außerdem wäre so ein Ranking-System im Online-Modus wirklich
nötig, weil ich mittlerweile gefühlt nur noch gegen Noobs spiele. Und noch dazu gab es tausend andere Aktivitäten, die man machen konnte, wie zum Beispiel Wii Fitness oder die ganzen Minigames. Und wisst ihr, was verrückt an der ganzen Sache ist? Das Spiel kam damals kostenlos mit der Wii dazu. Und wenn man ganz ehrlich zu sich ist, hat Switch Sports vielleicht die besser funktionierenden Spiele und auch die bessere Steuerung, aber nicht mehr Content. Jetzt sagen vielleicht einige, ist es fair, ein Spiel, was 2006 rausgekommen ist, zu vergleichen mit dem Spiel, was heute rausgekommen ist, wo wir alle wissen, dass die Preise von Videospielen immer höher gehen? Ja? Ja, das ist fair. Aber dennoch ist Switch Sports wirklich ein fantastisches Spiel, was ich jedem herzlich empfehlen kann und von mir und meinen Kumpels auf jeden Fall noch sehr, sehr lange angespielt wird. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann wissen wir doch alle, was Switch Sports gefehlt hat, damit Wii Sports irgendwie einholen kann. Es ist Matt. Wir werden diesen Mann niemals vergessen, Mann. Wir werden diesen Mann niemals vergessen. Ja, dann lass mal ein bisschen Switch Sports spielen, oder? Let's go. Liken, abonnieren, Glocke, danke.